Hallo liebe Abonnenten, heute habe ich das Verb nähen genommen und für dritte Person in alle Zeitformen konjugiert. Jetzt fange ich an mit Präsens. Die Schneiderin näht ein tolles Kleid. Der Zacke Karume Mihrashali Shorjazges. Perfekt. Die Schneiderin hat ein tolles Kleid genäht. Der Zacke Karumer Mihrashali Shorjazges. Präteritum. Die Schneiderin nähte ein tolles Kleid. Der Zacke Karumer Mihrashali Shorjazges. Futur. Das ist Zukunft. Die Schneiderin wird ein schönes Kleid nähen. Der Zacke Gagari Mikirezik Shorjazges. Passivgegenwart. Das Kleid wird von der Schneiderin genäht. Shorjazgeste Karvume der Zaki Kogmitz. Passivvergangenheit. Das Kleid wurde von der Schneiderin genäht. Shorjazgeste Karvele der Zaki Kogmitz. Konjunktiv 2 Gegenwart. Die Schneiderin würde gern ein schönes Kleid nähen. Der Zacke hat Jukov gezankana mi shorjazgest karel. Konjunktiv 2 Vergangenheit. Die Schneiderin hätte gern ein schönes Kleid genäht. Der Zacke hat Jukov mi geretzig shorjazgest karel. Falls meine Konjugation euch gefallen, abonnieren Sie bitte. Bald kommt neue Video. Und jetzt würde ich sagen, bis dann, tschüss, bis nächstes Mal.